sehen den Videopodcast Ich rede. www.ichrede.de von Isabel Garcia. Nee, Frau Garcia, wissen Sie, ich habe dafür kein Talent. Ich habe das nämlich schon 2-3 Mal ausprobiert. Klappt nicht. Das geht einfach nicht. Ich meine, wie so häufig soll ich es denn noch probieren? Hä? Wenn so etwas kommt, dann komme ich ganz gerne mit einer Geschichte, die ich von Lutz Herkenrath gehört habe. Großartiger Schauspieler, Autor, hat ganz tolles Buch geschrieben und auch Redner, der wirklich auf der Bühne das ganze Publikum rockt. Lutz Herkenrath hat folgende Geschichte erzählt. Es war mal folgendermaßen, dass gemessen und gezählt werden sollte, wie häufig kleine Kinder im Durchschnitt hinfallen, bevor sie gehen können. Schätzen Sie mal, was meinen Sie? Ein paar hundert Mal? Wie häufig ist Ihr Kind hingefallen? Wie häufig sind Sie vielleicht als Kind hingefallen, bevor Sie wirklich sturzfrei gehen konnten? Das Ergebnis war, im Durchschnitt fallen Kinder 60.000 Mal hin. 60.000 Mal fallen wir auf den Popo, fallen nach vorne, klatschen links und rechts gegen die Wand und kein Kind kommt und sagt, ich habe schon 2 oder 3 Mal probiert, habe einfach kein Talent zum Gehen. Also wenn wir damals schon so nachlässig gewesen wären, dann würden wir alle nur über den Boden kriechen oder krabbeln. Wir gehen aber. Das bedeutet, dass Sie schon einmal etwas 60.000 Mal probiert haben, bevor Sie es konnten. Seien Sie ruhig ein bisschen hartnäckiger und ein bisschen netter zu sich selber. Nur weil Sie es beim 2., 3. Mal nicht gleich hinbekommen haben, bedeutet es nicht, dass es nichts für Sie ist und dass Sie es nicht nochmal probieren könnten, eventuell. Das war der Videopodcast Ich rede. www.ichrede.de von Isabel Garcia.